Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Baba is You. In der letzten Folge haben wir 4 und 6 ausprobiert, beide nicht hinbekommen, aber jetzt müssen wir zumindest einen von beiden machen. Aber Leute, ich habe mir mein Video nochmal angeguckt. Und da ist mir bei einem Level nämlich etwas aufgefallen. Nicht bei dem, das verstehe ich immer noch nicht, gar kein Plan. Aber bei der 6 ist mir ja sogar im Video selber schon aufgefallen, dass wenn ich so eine Box hier nehme, ich dann die Flagge mit rausziehen kann. Also man zieht alles hinter sich her. Also auch hier, auch 3 dieser Kisten zieht man hinter sich her. Und das machen wir uns einfach zunutze, indem wir einfach, Leute, diese 3 Wörter hier rausziehen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Also wir können das da reinziehen. Wir können ja auch irgendwas anderes als Win machen. So ist es nicht, Leute. Und jetzt müssen wir einfach nur eine Kiste irgendwie hier reinbekommen. Ja. So der Plan. Jetzt funktioniert schon wieder gar nichts hier. Hä? Nein, das war aber mein Plan. Ich wollte eine Kiste hier haben, wo halt die... Ups. Wo die Texte sind. Also das hier, wo jetzt Baba steht, dass da quasi eine Kiste ist. Und ich dann mit den Kisten zusammen das in diese Richtung einfach rausziehe. Aber ich kann die Kisten leider nicht schieben. Das ist das Blöde. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre... Ne, wenn ich hier reingehe, dann komme ich ja nicht mehr raus. Obwohl, doch, ich könnte das so machen. Dann haben wir keine Flagge mehr, aber das ist okay. Ne, ich krieg das ja trotzdem nicht hin. Wie kriege ich da... Aua. Wie kriege ich das denn hin, dass ich eine Kiste da reinbekomme? Dass die neben den Ding hier ist. Ich raff's nicht, Leute. Flag is win, Leute, aber... Hey, aber so wollte ich das irgendwie machen. Aber es funktioniert nicht. Nein, mein einziger Plan geht nicht. Geht das dann vielleicht irgendwie hier oben, dass man Hedge is stop irgendwie rausziehen kann? Geht auch nicht, ne? Man kommt da ja nicht hin. Aber irgendwie so muss das sein. Man muss da auf jeden Fall was rausziehen. Halt nur die Frage, wie das jetzt hier klappen soll. Ich krieg die ja nicht hier hin. Wenn ich die schieben könnte, dann wäre das so viel einfacher, wenn Box nicht nur Pull ist, sondern auch schieben. Ich krieg den ja auch nicht hier rein. Ich krieg einfach gar nichts hin. Ich bin hier einfach eingesperrt. Ich hab hier einfach... Leute, was muss ich machen? Nein, ich komme hier wirklich nicht weiter. Ich weiß nicht mal, ob das schon richtig ist. Oh Mann, das kann doch nicht so schwer sein, die Kiste da drin zu haben. Okay, hat mir halt gar nichts gebracht. Oh. Dass ich diese tolle Idee hatte, ist ja nicht mehr Pull. Die sind immer noch Pull, ne? Ich kann also... Ich kann die Flagge... Lol. Ich kann die Flagge da auf jeden Fall rausziehen. Wenn die Flagge... Oh. Wenn die Flagge nur nicht Meld wäre... Weil, sobald ich das hier nach links schiebe, dann geht die Flagge halt kaputt. Aber davor, wenn ich sie jetzt raus... Ach, jetzt kann ich sie gar nicht rausziehen. Weil die Flagge... Hä? Wieso kann ich die Flagge denn jetzt nicht mehr rausziehen? Nur weil die Flagge kein Pull ist? Ach, dann geht das aber auch nicht mit dem Text, oder wie? Quick is defeat and gar nichts. Das muss doch irgendeinen Sinn hier haben, dass das Ad hier ist. Tschüss. Ich weiß es nicht. Ich habe gar keinen Plan. So gar nicht. Also ich kann das hier runterziehen und so, aber jetzt bin ich ja wieder eingesperrt. Nein! What the hell? Das, ich habe doch gar nicht so viele Möglichkeiten hier. Ich kann die Flagge da rausziehen. Warte, wenn ich die Flagge mit dem Ding rausziehe, ist das auch kaputt. Und ich krieg die Flagge auch nicht auf so ein Teil rauf, oder? Aber ich kann die Flagge rausziehen und dadurch kann ich hier ganz viele von diesen Boxen hintereinander haben. Ja. Cool. Aber warum? Okay, keine Ahnung. Nee, dann hat das leider nichts gebracht. Ich dachte, ich hätte eine richtig geile Idee, aber nope. Wir müssen hier erstmal raus. Ich verstehe es einfach nicht. Also lassen wir den Wald hier erstmal Wald sein und gehen dann zur 5. Deep Forest. Alles klärchen. Gucken wir uns den Deep Forest an. Renovating. Renovierung. Okay, machen wir. Wir renovieren hier richtig cool. Im Forest. Wir sind auf jeden Fall Kege. Water is stop.
Wall is defeat. Wo haben wir denn hier eine Wall? Ach da, diese Autobahn neben dem Wasser. Belt is shift. Whee, whee. Okay, das Ding hier lässt dann aber zwei Teils nach unten laufen. Bewegt sich nur, wenn wir uns auch bewegen, wie ihr das vielleicht gerade seht. Und man kann nicht wieder hoch. Ja, das war's schon, Leute. Mehr kann das Belt-Ding nicht. Aber Belt heißt doch eigentlich... Man kommt da gar nicht hoch, gell? Guck mal, jetzt ist das in der anderen Richtung. Lol, was? Okay, also man kann die auseinandernehmen. Das ist schon mal interessant. Aua. Man kann die auseinandernehmen. Und so weiter und so fort. Ja, ja. Okay, ich glaube, wir müssen machen Belt is Flag. Weil mehr können wir gar nicht machen. Wir können sagen, Belt is Push. Dann können wir das da hochpushen. Aber wir kommen da nicht rein. Beziehungsweise wir kommen da schon rein. Doch, jetzt haben wir hier zumindest ein so ein Teil. Eins haben wir. Ob uns das was bringt? Gute Frage, Leute. Ich meine, aufs Wasser kann das ja auch nicht. Wir müssen wahrscheinlich... Huch. Ja, es verschwindet einfach? Warum das denn? Warum verschwindet das unter der Dings hier? Egal, wenn das jetzt wieder Shift ist... Ah, okay, dann macht es das auch zumindest auf. Okay. Und wenn wir das jetzt nochmal... ein weiter pushen... und dann wieder Shift sagen... Ach, der schiebt die Wand ein weiter. Ja, wie cool ist das denn? Okay, das ist nice. Dann ist das schon das Ziel. Warte, einmal müssen wir noch. So, dankeschön. Okay, Tutorial-mäßig. Okay, interessant, was man damit alles machen kann. Auch, dass das nicht zusammenhängt ist, sondern jedes Teil auch ein einzelnes Teil ist. Böse interessant. Gut, neue Spielzeuge hier für uns. Toolchat. Der Toolchat, jetzt gibt's Tool, der Toolchat. So, Wall is stop. Wir haben einen Schlüssel, der nichts ist, aber open wird da sein. Wenn wir hier Key is open und push sagen, dann kann schon mal der Schlüssel da durch. Blub. Door shut. So, da ist das Wind, da müssen wir irgendwie rankommen, aber Wall ist halt Wall. Wir können sagen, dass Door... Wir können nicht sagen, dass Wall is Door ist. Weil Wall is Wall. Okay, wir haben einen Win. Welche Win-Condition wäre denn das Praktikabelste? Das Praktikabelste wäre, wenn Wall Win ist oder wenn wir selber Win sind. Und das machen wir, indem wir erstmal die Wall aber wegbekommen. Die Wall darf nicht Stop sein oder die Wall muss irgendwas anderes sein. Wenn die Wall aber Shut ist, dann kann man die Wall... schon mal aufschließen, wenn man will. So, wir nehmen hier also einmal das Is von unserem coolen Key is Push und sagen, Wall is shut. So, jetzt ist die Wall geschlossen. Wenn wir jetzt noch einen Schlüssel hätten, dann könnten wir die Wall aufschließen, aber wir haben keinen Schlüssel. Doors Key bringt nichts und Key is Door bringt auch nichts, weil wir beides nicht haben. Haben wir nicht noch irgendein Wort irgendwie hier? Bäume, Tree, Mushroom, irgendwie sowas? Wall is shut. Door is... Okay, nochmal neu. Door ist einfach nur shut. Deswegen können wir da durchlaufen, weil Door nicht Stop ist. Ja, lol. Alles klar. Dann machen wir das einfach nochmal. Wir brauchen dieses Shut hier drin. Jetzt ist die Door gar nichts mehr. Nicht mal mehr shut. Und wir sagen... Key... Nee, erstmal Wall is shut. So, und dann brauchen wir aber, dass der Key Open und Push sein muss. Kriegen wir das denn hin? Indem wir sagen... Ne, wir brauchen ja hier Key is Push. Key is Push muss es auf jeden Fall sein. Ich meine, wir können noch das Is von dem Door hier mit reinpacken. Dann sollte das eigentlich gehen. Und ja, das war's glaube ich schon, oder? Du hast jetzt gar nichts. Wir können den Key jetzt hier rumpushen und können damit die Wall aufschließen. Ganz logisch. Jetzt haben wir hier einen Win und wir müssen da jetzt einfach nur ranpacken, dass irgendwas Win ist. Key ist Win. Du hast Win. Du hast Win. Und ja, das war's. Du hast Win. Die Door haben wir doch. Ah, wie kommen wir denn jetzt an die... Achso. Einmal reinschieben, einmal wieder rausschieben und Dankeschön Tür, dass du jetzt plötzlich der Win bist. Ah, oh, das ist nice.
Aber wenn man so ein bisschen schneller vorankommt, dann bin ich glücklich. Oh, guck mal, grüne Level, die sind bestimmt schwerer als die blauen. Wir machen das schön nach der Reihe hier. Level 4. Keep out! No! I don't wanna get out! Okay, wir haben Fungusse. Fungusse sind Pilze. Fungus ist Melt und Fungus ist... Nee, Fungus has Flag, Leute. Der Pilz hat eine Flagge in sich drin und die Flag ist Win. Tree ist Hot, okay, interessante Wahl. Und Tree ist auch Pull. Schön. Melt ist Shift, ja. Und Bug ist Defeat. Nein, ihr bösen, bösen Bugs. Ich hasse Bugs. EKSU. Hatch ist Stop. Okay, wir können hier auf jeden Fall rein. Und können sagen... Wieso können wir auf den Fungus rauf? Der Fungus hat auf jeden Fall die Flagge und es meldet. Okay, das heißt, weil der Baum... Nee, der Baum. Doch, der Baum. Weil der Baum heiß ist, muss der Fungus auf jeden Fall auf den Baum. Oder der Baum muss auf den Fungus. So, komm mal mit, du kleiner Baum. Du bist nämlich auch Pull. Aber kein Push. Ja, das ist natürlich blöd. So, dann kommt der hier einmal mit uns mit. Und jetzt kriegen wir ihn da nicht mehr hin. Warte, dann bleib da. Du sollst da bleiben. Stopp! Nein, bleib da! Böser Baum! Okay, tja, wie machen wir das denn jetzt? Tree ist auf jeden Fall Pull. Das brauchen wir auch. Ich meine, wir können das Tree is mit da reinnehmen. Dann können wir sagen, Tree is Hatch. Oder aber auch, Fungus ist Tree. Das können wir alles sagen. Wir können sagen, Fungus ist Tree. Und dann haben wir zwei Trees. Und dann kein Fungus mehr. Das ist nicht so gut. Wir können auch sagen, Tree ist Fungus. Haben wir denn noch einen anderen Baum? Nee, das ist unser einziger Baum hier, ne? Also auch blöd. Können wir sonst noch irgendwas umherschieben? Tree ist Hatch. Fungus ist Pull wird zum Beispiel auch noch gehen. Warte mal. Wir nehmen das ist Pull mal mit da rein. Das klingt eigentlich auch ganz gut. Hier, zack. Ach so, aber das geht auch nicht. Wir kommen vor allem nicht mehr zurück. Ah! Also wenn... wenn, dann müssen wir gleich beides auf einmal mitnehmen. Ich würde das gern andersrum machen. Gib mir das Is. So. Wir packen das Is-Pull da durch. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Jetzt ist das da auf jeden Fall drüben. Und dann... Wir kriegen das ja nicht hier runter, Leute. Wir kriegen das Pull hier hin, ja, okay. Und dann können wir sagen... Nee, das Fungus kriegen wir auch nicht runter. Uff, das ist aber schwer hier. Tree ist Pull. Ich denke mir... Nee, wir müssen da auf jeden Fall rein. Wir können den Belt nicht verändern. Der Belt kann nicht verändert werden. Wenn wir hier einmal drin sind, sind wir drin. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendwas mit diesen drei Wörtern hier machen. Oder aber mit dem Baum. Oder mit beiden. Wenn der Tree nicht mehr Pull ist, dann können wir einfach durch den Baum durchgehen. Dann ist das halt so. Okay, also wir können sagen, Tree is Melt, können wir sagen. Dann geht der Key is Melt. Wenn Tree Melt ist, Tree is Melt. Das wird gehen, Tree is Melt. Und Fungus ist Tree, irgendwie sowas? Also pass auf, wir können sagen, Tree ist irgendwas. Wenn wir das so machen, und eigentlich kann da nur Melt sein, weil wir nur an das Melt rankommen. Der Fungus ist jetzt gar nichts mehr und der Tree macht sich dadurch kaputt. Geil. Wir haben hier noch ein Is, mit dem wir einfach gar nichts anfangen können. Los Fungus, geh da rüber und sag, du bist die Hatch. Verdammt. Böses Level. Tree, komm mit. Wir gehen auf eine Reise. Ich kann nicht durch den Bug gehen, da sterbe ich einfach. Ich kann den Tree auch nicht pushen. Ich kann hier auch nicht auf die andere Seite gehen. Blöde Hatch ist halt Stop. Deswegen komme ich da auch nirgendwo rein. Tree ist Hot. Ich kann das Is-Pull da reinpacken. Bringt mir halt auch nichts. Weil das Pull dann auf der rechten Seite steht. Also wenn ich das Is-Pull hier rein tue, dann wird da das Pull sein und da das Is. Also da, wo ich hingucke. Aber ich krieg dann das Fungus nicht mehr hin. Das Fungus kann ich sowieso nicht bewegen. Und ich krieg das auch nicht hoch und auch nicht runter und überhaupt gar nichts hier. Tja, kleiner Baum. Was mache ich mit dir, hä?
Und er folgt mir ja einfach, dieser blöde Baum. Fungus ist mild. Das kriegen wir auch nicht raus, ist die Sache. Oder können wir damit vielleicht irgendwas machen? Wir können das ja nicht schieben. Wenn wir es hier reintun, können wir nichts mehr machen. Wenn wir es hier hin tun. Oh, wir... Na... Warte mal. Wir können auf jeden Fall Meld hier hinpacken. Dann können wir sagen, Tree ist Meld. Aber das hatten wir ja eben auch schon mal gemacht. Wir können den Tree aber mit hier reinnehmen und dann sagen, er ist Meld. Also, warte mal. Tree ist Pull. Das heißt, wenn wir den Tree hier mit ranpacken, dann... Nee. Ah, der zieht den Text nicht mit. Okay, das bestätigt auch nochmal, was ich... Ich kann ja noch so nicht pushen. Was ich in einem anderen Level machen wollte, dass ich einfach die Box nehme und dann das Zeug mitpulle. Aber der Text muss auch Pull sein, damit man den mitziehen kann. Das ging nur mit der Flagge, weil die auch Pull war. Okay. Das heißt, wir können wirklich nur was mit dem Tree machen. Das ist ja super lame. Aber wir kriegen den ja nicht so hin. Das ist doch alles, was wir machen können. Tree ist Meld, dann geht er sofort kaputt, weil er auch hot ist. Wir können das Pull nicht da oben hin tun, dass wir den Fungus irgendwie mitnehmen, was uns auch gar nichts bringen würde. Wir können sagen, dass der Bug Pull ist. Wir können die Bugs da rauspullen. Weil die Bugs sind ja nur die Feed für uns, aber nicht für die, Texte. Hä? Ach, Belt ist Pull! Ja, okay, kann ich auch mitleben. So, jetzt ist der Belt Pull. Und das bringt uns genau was. Können wir den da hin tun oder auch hier oder auch wieder hier. Okay, wir haben einen Belt. Hm, also was ich gerade machen wollte, war ihn hier hin zu tun, dass das dann nach oben geht oder so. Wird zwar auch nichts bringen, aber könnte man machen. Wir können immer noch nicht auf die Bugs rauf, weil wir dann sterben. Das heißt, wir kriegen auch das Belt-Ding nicht darauf. Wir können aber, Bug ist Defeat, aber Tree ist hot. Können wir... Nee. Ich krieg das da ja einfach nicht rein. Ich krieg das nirgendwo hin, dieses Ding hier, aber ich bin schon mal wieder einen Schritt näher. Aber was mir das jetzt genau bringt... okay, wir können doch... Welt ist Tree, können wir sagen. Wir können auch sagen... Tree ist Belt, ist Shift. Dann haben wir keinen Tree mehr. Belt ist Tree. Keine Ahnung. Ich hab Gold geblad hier. Hui, rübergeschubst. Nice. So, jetzt haben wir zwei Trees. Oh, lol. Moment, Moment. Das ist es doch. Statt einfach irgendwo einen Tree zu machen, sollten wir den Tree vielleicht dahin legen, wo der Fungus ist. Wie wär's denn damit? Immer diese Geistesblitze. So 10 Sekunden einfach gar nichts im Brain und dann, oh ja, toll. So, jetzt ziehen wir den hier raus und wir müssen den irgendwie da oben hinbekommen. Aber wie kriegt man das hin? Wir müssen das Ding hier hier hinbekommen, da wo der Fungus ist. Somehow. Somehow we have to do this like this. Okay, aber ich krieg den ja... Ich kann hier hochgehen. Ich kann hier hochgehen. Und dann kann ich sagen... Weiß ich auch noch nicht so richtig. Nein. Wir gehen hier hoch. Okay, das hat bestimmt irgendeinen Nutzen. So. Tree muss hier hin. Wir können jetzt das Ismeld mitnehmen. Aber wir können da nicht durch. Hä? Also wir können das Ding ja jetzt hier mitnehmen und dann da irgendwas umherschubsen. Hä? Das wird doch irgendwas damit zu tun haben, dass man da hochgehen konnte. Aber was? Fungus Ismeld. Mit dem Fungus kann ich halt auch nichts machen. Ich kann ihn wirklich nur hier umherschieben. Ob mir das bringt, ist eine andere Frage. Fungus ist Meld. Ich kann hier rüber... Nee. Ich kann da nicht mal rüber, weil jetzt... Belt Pull ist.
Wenn wir erstmal sagen, Welt ist nicht mehr Pull, dann können wir hier nach Lust und Laune auf jeden Fall rein und raus. Wir können da den Tree hinpacken. Wir können sagen, Tree. Moment. Wir können sagen, Tree ist. Wenn wir diesen Belt noch hier in der Ecke irgendwie hin platzieren könnten, dass er alles einen nach links schiebt, dann wäre das auch schon ganz cool. Tree is. Tree is Belt. Wieso geht das nicht um die Ecke rum? Oh my goodness. Tree is Hedge. Aber wir kriegen das ja nicht mal hier oben hin. Das ist die Sache. Oh, aber es hat was mit diesen Bugs hier auch zu tun. Wir können sagen, Tree is Belt is Shift. Toll. Dann haben wir aber kein Tree mehr. You know what I mean? Aber das geht auch gar nicht. Wir können das da gar nicht reinschubsen. Das heißt, die einzige Sache, die wir tatsächlich machen können, ist, Belt ist Pull. Das klingt auch eigentlich recht okay. Können wir den hier rausziehen? 1, 2, überall hin. Was? Moment. Ah, nee, nur Pull. Können wir das Teil auf irgendwas raufschieben vielleicht? Okay, der... Er schiebt den Baum umher. Er schiebt den Baum umher. Funktioniert das auch mit diesen Gräsern hier? Das funktioniert auch mit den Gräsern. Haben wir irgendwo eine Hecke, wo das von Nutzen sein könnte? Oder kann der vielleicht... so einen Bug hier irgendwie mitnehmen? Ich weiß es nicht! Ich krieg den ja nicht da hoch! Wir können nichts mitnehmen, wir können nur mit dem Tree hier irgendwas machen. Welt ist Tree, dann haben wir zwei Trees. Und dann können wir sagen... Tree ist Pull. Jetzt haben wir hier zwei... pullende Dinger. Leute, ich hab's. Okay. Also folgendes. Ich habe ein bisschen rumprobiert, ohne jetzt zu kommentieren, aber ich mach's nochmal von Anfang an für euch. Also wir waren schon ganz gut mit diesen ist Pull, Belt ist Pull. Lalalala. So, dann pullt man hier sein Belt raus. Und wir haben das ja eben schon einmal kurz rausbekommen, dass man mit diesem Belt den Baum umherschieben kann. Und man nimmt jetzt einfach den Baum die ganze Zeit hier mit, dass er da drinnen rumsteht. So. Bis er da am Ende steht, dann nimmt man das Ding hier wieder mit raus. Ich weiß nicht mal, ob man das machen muss, aber ich mach's einfach mal. Und sagt dann, dass der Tree Pull ist. So, Tree ist Pull. Und jetzt kann man den Baum hier rausnehmen, über den Fungus. Der Fungus setzt eine Flagge frei und die ist Win. Da musste ich aber ein bisschen lange nachdenken. Ja, ja. Okay. Ah, Level 4 auch noch. Ich bin mir nicht sicher. Folge dauert eigentlich schon lang genug, aber wir probieren's. Baba, da ist ein Respond. Warum antwortet denn der kleine Baba nicht? Nein, Baba, was ist los mit dir? Geht's dir nicht mehr gut? Hallo, Baba? Aber du wobbelst noch hin und her. Baba sieht eigentlich noch ganz frisch aus. Okay, Baba ist Push. Kiki is you. Belt is Shift. Yay. 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 Okay, alles klar. Flag is win, door is dub. Door is dub, aber nicht shut, oder was? Door is defeat and open. Siehste? Die Tür ist nämlich open. Wie? Hä? Aber auch stop. Ach so, die Tür kann Sachen öffnen. So ist das. Das bedeutet open. Okay, trees sind einfach nur stop. Hedge ist auch stop. Wet ist noch gar nichts, aber wir können sagen, wet is defeat. Hä? Die Farbe... Ach, Weed. Was ist denn Weed?
Was ist denn Weed? Also mit R geschrieben. Moment. Translator. Sage mir, was bedeutet Reed? Schilf. Schilfrohr? Aha. Wollen wir denn hier Schilf? Was ist denn Schilf? Oder sollen das diese Glücksblätter da sein? Ich kein Plan, was Weed sein soll. Aber die... Ach, weil die Tür shut and open ist, geht die Tür dadurch schon mal weg. Red is defeat. Ich wüsste gerne, was Red ist. Einfach die Farbe... Ach, das ist Schilf. Ja, jetzt macht alles Sinn. Okay, sehr schön. Dann müssen wir doch einfach nur Barber da reinpushen, oder? Und wenn Barber dann da... Ach, das geht ja auch nicht. Wenn Barber dann da drinne ist, dann stirbt er halt, hoffe ich mal. Weil, warum nicht? Aber Weed ist einfach nur Defeat. Weed ist ja gar nichts anderes. Vielleicht können wir Barber irgendwie da durchpushen und dann selber an das Ziel gehen? Also ich meine, wir können... Hier, einen Move haben wir noch. Barber ist Move, können wir sagen. Wenn Barber irgendwas umher schubst, dann ist er bestimmt auch ganz cool. Wir können... Ah! Wir können Barber hier nach unten schieben. Für ein bisschen Zeit packen wir ihn dann nach links. Dann sagen wir, Barber ist Move. Ah. Es geht ein bisschen zu schnell, ne? Wenn er hier jetzt... Dann läuft er darüber und macht die Tür auf. Und in dem Moment, wo die Tür aufgeht, müssen wir aber schon vor der Tür stehen. Weil dann sind wir an dem Schild vorbei, weil da jetzt noch kein Defeat ist. Jetzt können wir hier nämlich noch vorbei. Und hier müssen wir stehen, während der gute Barber das da umher schubst. Jetzt ist die Frage, ob wir irgendwie den Belt... Wir können den Belt zum Moven bringen, oder? Wir können aber auch den Belt einfach pushen. So, Belt ist jetzt pushable. Und dann müssen wir Barber... Oh, dann müssen wir Barber hier umher schubsen. Da gibt's doch so andere Spiele für, wo man immer nur solche Platten auf dem Boden hat, wo dann angezeigt wird, wo die Leute hingehen sollen. Und das ist witzig, Leute. Das heißt, wir packen auf jeden Fall... Nee, warte. Also ganz klar ist, dass hier einer hin muss, damit er dann nach rechts läuft. Und wir haben leider nur zwei von diesen Platten hier, ne? Heißt, wir müssen auch noch sagen... Moment. Dass er hier nach unten läuft. Oder von mir aus auch noch weiter oben. Das sollte egal sein. Ah, jetzt ist Belt nicht mehr Push. Okay. Das heißt doch hier. Anders kriegen wir das nicht hin. Ja. Also von ab... Warte. Doch, ja. Ab hier. Das heißt, Barber muss jetzt hier hinten irgendwo hin. Und das sollte dann auf jeden Fall genug Zeit sein für uns. Ach, Barber ist jetzt gar nichts. Das heißt, wir brauchen jetzt das ist Push wieder. Gib mir alles rüber. So, dann pushen wir den Barber. Und zwar pushen wir ihn an einen ganz dullen Ort. Nämlich... Ah, ich muss hier gleich noch ein bisschen umher wobbeln, aber noch passt das. So, wir pushen den Barber einmal hier oben hin. Dann läuft er gegen die Wand. Warte, wir können das auch noch besser machen, dass wir noch mehr Zeit haben. Wir sagen... Barber geht da so hin und dann geht er nach da. Dann geht er erstmal nach links und dann nach rechts und dann nach unten. Und dann wieder nach rechts und schiebt das dann da rein. Und jetzt muss Barber nur noch Move werden. Und dann war es das, Leute. Einmal hier rumlaufen. Ups. Und sagen, Barber ist Move. Jetzt läuft er einmal hin und zurück. Wir stellen uns schön neben die Tür und Barber schiebt das rüber. Und wir haben die Flag. Das mag ich. So ein Spiel habe ich aber früher auch tatsächlich schon gespielt, wo man einfach die ganze Zeit solche Bewegungen machen musste. Keine Ahnung, wie die heißen, aber ja. Gut, dann haben wir heute 4 Level gemacht. Finde ich nicht so schlecht. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr wissen, wie ihr dabei seid. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst einen Like da. Wenn ihr keine Folgen mehr verpasst, dann auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.